Hallo und ein herzliches Willkommen zu Die Sims 2, meine lieben Wölfe. Ja, es geht endlich weiter. Und in der letzten Folge haben wir es tatsächlich geschafft, dass wir den Direktor überzeugt haben. Na, na, na. Holla die Waldfee. Ja, also ich bin echt glücklich darüber, dass meine Kinder wirklich eine Chance haben, sich weiterbilden zu können. Und ich hoffe sehr, wenn sie halt auch weiterhin also gute Noten und so weiter mit sich bringen, dass sie tatsächlich ein Stipendium bekommen. Das wäre natürlich das Optimalste überhaupt und da müsste ich mir finanziell überhaupt gar keine Sorgen machen. So, und ich hoffe wirklich, wirklich sehr, dass das ausreichend ist. Dann gucken wir mal, dass wir hier ein bisschen Ordnung schaffen, beziehungsweise lassen wir noch die liebe Kate fressen. Sie hat jetzt schon wieder ihre Depressionsphase und ja, wir wurden ja auch beklaut, wie ihr schon mitbekommen habt. Das ist ja alles super und jetzt haben wir diesen tollen Röhrenfernseher hier. Und ja, was ich noch sagen wollte, vielen, vielen Dank dafür, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid beim Livestream. Leider für die Deutschen nicht zugänglich gewesen. Ist leider momentan so, dass in Deutschland keine Livestreams irgendwie sofort ausgestrahlt werden dürfen. Ja, wer ist wieder mal schuld? Die Gamer und natürlich andere Leute, weil es geht ja natürlich wieder mal um die Urheberrechte. Was denn sonst? Ja, und das sind halt immer diese Sachen, die so hin und her geschaukelt werden und natürlich einen auf den Kicker gehen, weil dann will man was Tolles machen und natürlich auch Tolles für euch. Und dann können die Deutschen einfach nicht gucken. Finde ich extrem beschissen. Hoffe natürlich, dass bald irgendwie eine Lösung stattfinden wird auf anderen Plattformen. Es ist dann tatsächlich so, dass die Streams dann nicht so eine Qualität aufbringen wie über YouTube. Und ja, deswegen muss ich euch leider da enttäuschen, was das angeht. Aber wir werden auf jeden Fall alle Livestreams, die wir halt auch eben machen, natürlich auch online nachträglich hochladen. So, das wird dann wahrscheinlich so ein, zwei Tage dann in Anspruch nehmen. Aber das wird ja auch alles gar kein Problem sein. Dann gucken wir mal. Haben wir eigentlich unsere Hausaufgaben gemacht? Das frage ich mich schon die ganze Zeit. Aber ich denke, das wird dem so sein. So, lieber Noah, kannst du mal bitte raufkommen? Weil irgendwie habe ich dich eigentlich, ja, geschickt, dass du halt auf die Toto gehst. Was ist denn los mit dir, mein Junge? Hast du schon diese ganzen genetischen Sachen wohl von deinem Vater geerbt, ne? Dass du gar nicht mal weißt, wohin mit dir. Dann schieben wir einfach mal alles direkt an Clemens. Total fies von uns. Was macht da eigentlich der Spastikus? Habe ich nicht eigentlich gesagt, dass er mit dem Hund rausgehen soll? Loben für feindselig gegen... Nee, ausschimpfen für Feindseligkeiten gegenüber anderen Hunden. Das soll natürlich nicht so sein, lieber Cosmo. Und was machst du denn hier schon wieder, Clemens? Ich habe dich nicht zum Fernseher raufschicken geschickt. Und es wäre mal toll, wenn du selber dann auf die Toto gehst und eventuell ja, gucken wir mal, was wir alles jetzt machen müssen. Und noch eine Freundin irgendwie zusammenkratzen. Dann können wir dann mal gucken, was wir so in der Anrufsliste haben. Eventuell jemanden, wo es ganz, ganz schnell natürlich geht. Wie wäre es mit Victor? Victor Corsilio. Gut, machen wir. Sobald nee, geht ja gar nicht. Er geht ja arbeiten. Ha! Gay! Nee. Das war nicht so gemeint. Das war nicht so gemeint. So, du kannst auch mit Klötzchen spielen, wenn du magst. Ein bisschen in die Logikfähigkeiten eventuell fördern. Oder noch viel besser, mach's doch mit Mami. Spiel mit Mami. So. Mama sollte jetzt nicht irgendwie vom Fernseher verdummen. Das sollte natürlich nicht so der Fall sein. Sondern... Oh, geht das hier nicht? Das ist aber doof. Nicht mal selber? Kannst du dich hier hinsetzen? Ah, ich weiß, wo das Problem ist. So, jetzt habe ich das Problem gelöst. Ich habe irgendwie die Gabe gehabt, ständig die Objekte falsch umzudrehen. So, jetzt kannst du mit deinem Sohn ein bisschen spielen. Während Clemens ja, vergebens versucht hat, irgendwie seiner Liebsten näher zu kommen und ich es einfach dreist abgebrochen habe. So. Ja, liebe Eleanor, wie wäre es, dass du mal auch ein bisschen futterst? Das wäre gar nicht mal schlecht. Und deinen lieben Cosmo eventuell, ja, bisschen auch was zum Essen reinhaust. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Und Papi scheint echt stolz zu sein, dass Mami und Sohn spielen. Um Gottes Willen, was hast denn du für extra viele Bücher? Du fliegst mir ja hier noch vom Balkon, Junge. Oh Gott, das scheint echt schon so zu sein, ey. Ja gut, dann tschüssi Clemens. Gut, dass du jetzt verschwindest. Jetzt haben wir mal ein bisschen Ruhe und wir können ein bisschen
die normale Familienatmosphäre genießen, würde ich mal so sagen. Ja, andernfalls gucken wir mal, wie es dann halt jetzt die Woche überhaupt aussehen sollte. Eigentlich wollte ich ja noch irgendwie zur Bowlingbahn. Ich glaube, das mache ich, nachdem halt meine Kleine da gefressen hat. Kann sie tatsächlich, oh, schon wieder leer. Oh, okay, gut. Das Kindermädchen wird sich jetzt nun darum kümmern, um ein bisschen Essen zu machen. Dann kannst du ein bisschen weiter mit den Klötzchen spielen und beziehungsweise du kannst ein Nickerchen machen. Das wäre gar nicht mal so schlecht, weil du fliegst mir ja dann noch um. Ja, wie ihr schon sehen könnt, Eleanor ist echt ein bisschen problematisch mit den Stats. Scheint das irgendwie von der Mutter zu haben. Ja, die beiden amüsieren sich köstlich, glaube ich zumindest und hoffe ich zumindest. Und ja, irgendwie, ich weiß nicht. Ich mache das vielleicht so, dass ich nur mit Noah unterwegs bin. Dann kann sich Eleanor ausruhen für diesen Sonntag, weil sie muss ja halt topfit für morgen sein, also für den Montag. Und mit Clemens gehe ich dann ein andermal, vielleicht auch einen Abend halt oder so. Ist zwar fies und ich trenne das jetzt gerade irgendwie gewaltig, aber Leute, man muss ja das Beste draus machen. So, sobald sie halt schläft, die ist ja mit dem Kindermädchen da, das heißt, sie können dann miteinander turteln, tauben, wie auch immer. Und ja, sehr nett von dir. Wirklich. Theresa. Voll J. Kilo oder wie auch immer. Ja, der geht total ab gleich. So. Nein, ich will nicht doch. Ich will doch meine Tochter mitnehmen. Ist doch eigentlich Schwachsinn. Es tut mir so weh. Ich weiß nicht, ich könnte Cosmo eventuell auch mitnehmen. Warum auch nicht? So. Dann haben wir schon eine ganz große Sache vor uns, beziehungsweise machen halt eben einen Familienausflug und es ist eigentlich scheißegal. Ich hoffe doch nur sehr, dass du, ach Gott, nicht jetzt hier gleich die Krise bekommst. Guck mal, wir gehen jetzt alle bowlen. Ist mir scheißegal, wie die Stats jetzt nun sind. Wir gehen jetzt alle bowlen oder sonstiges. Mal gucken, was wir so finden. Denn es war schon ziemlich schade, wenn wir jetzt einfach nur die ganze Zeit in dieser Wohnung verweilen. Außerdem, wie gesagt, muss ich ja noch Geld sparen, wie ihr schon sehen könnt, weil ich will endlich umziehen. Ich habe keinen Bock mehr auf diese grässliche Wohnung da. Die macht mir echt keinen Spaß. So, gucken wir mal, was es so gibt. So, Belladonna Bucht. Gertis feiner Zwirn, was ist denn das? Fühle dich wie eine Königin, wenn du bei Gertis feiner Zwirn einkaufst. Unsere Auswahl ist so unendlich wie das Firmament. Und eine solch hohe Qualität wie bei uns findest du sonst nirgendwo auf der Welt. Okay, nee. Shoppen will ich ja nicht. Fitnessstudio, Kaffee, schwarzes Gold. Unsere Kaffeebar bringt dich Tag und Nacht wieder in Schwung. Rund um die Uhr und 7 Tage die Woche. Geöffnet. Okay, Open Midnight. Das merke ich mir, wenn ich mal wirklich so einen Burnout haben sollte. Dann könnte ich ja da mal ein Käffchen gönnen. So, Ländereien, Altersruhe. Die Familie Burr spendet den Stadtvätern der Belladonna-Bucht ein wunderschönes Grundstück, auf dem Sims ihre müden Knochen hochlegen und in die Würde altern können. Okay, ist wahrscheinlich so ein Seniorentreff. Öffentliche Bibliothek. Nee, wir sollten auf jeden Fall mal gucken, dass wir ein bisschen Spaß haben. Der Nebel der Stadt. Eine der besten Speise- und Tanzlokale der Nordstadt. Schau doch einfach mal vorbei, um deinen Gaumen mit köstlichen Speisen und deine Ohren mit fetziger Musik zu verwöhnen. Ja, das könnten wir uns eventuell gönnen. Familia Gumentmeile. Ein Sim muss essen, um neue Energie zu tanken. Speist man jedoch gemeinsam mit Freunden oder Familie, wird diese Notwendigkeit zum reinsten Vergnügen. Besuche zusammen mit deinen Freunden und deiner Familie die Familia Gumentmeile, um Energie und Lebensfreude zu tanken. Ja, das klingt doch sehr familiär. Ist jetzt zwar keine Bowlingbahn, aber wir haben ja mal gesagt, wir gucken mal alles durch. So, liebe Eleanor, jetzt geht's mal rasch hier weg. Hört mal auf, alle diese Dinge zu tun. Ach, Noah, du bist der Einzige, der auf mich hört. Der Einzige. Aber wirklich der Einzige. Ja. Auf geht's. So, ich bin mal echt gespannt, wie die Räumlichkeiten dort jetzt ausgestattet sind. Weil ich muss ehrlich sagen, damals, als ich Sims 2 gespielt habe, habe ich selber nicht alles erkundet. Eigentlich Schwachsinn für das, dass man eigentlich genug Zeit hat, alles zu erkunden. Aber jetzt ist es natürlich doppelt so hart, weil du hast hier direkt alle Add-ons hingeklatscht. So, das Ganze würde ich ein bisschen beschleunigen, weil wir müssen jetzt nicht sehen, wie wir alle jetzt ins Taxi steigen und da 100 Stunden dafür brauchen. Ja, was mich interessieren würde, habt ihr ebenso alles erkundet oder habt ihr einfach gespielt, wie Lust nach, also
Lust und Laune, ohne sich dabei jetzt große Gedanken zu machen? Oder wart ihr eher die Creator, die jetzt mehr aufs Building aus waren, was die Häuser anbelangt? Oder da konnte man ja auch damals auch so Klamotten herstellen. Gab es ja so einen Bodyshop, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und was da ziemlich cool war. Und schade, dass man jetzt eigentlich nur so mit Mods, die teilweise auch so verbuggt sind, beziehungsweise das Spiel dann anschließend buggen, nicht einfach so anwenden kann. Also es gibt wirklich unheimlich viele Creator, die so unheimlich tolle Möbelstücke, so unheimlich tolle Kleidungsstücke, Frisuren, Make-up oder was auch immer erstellt haben. Aber nicht immer ist das einfach spielbar. Ich hatte das Erlebnis jetzt neulich bei Sims 4, weil ich mir gedacht habe, hey, ja, kaufst du dir, beziehungsweise holst du dir jetzt ein paar Mods, hab das dann runtergeladen und das war halt ein Sim mit Skin und alles drum und dran. Hab natürlich das ganze Notwendige auch runtergeladen und was waren da? Ja, mein Sim war komplett schwarz, also so richtig schwarz, kohlenschwarz einfach nur und hatte irgendwie so total die weißen Augen ohne Pupillen. Ich dachte mir so, okay, sehr schön, finde ich sehr erotisch und anziehend, nicht? Hab sie dann direkt in die Tonne gekloppt, weil war ja dann unspielbar mit dem, weil ja, das war ja schon irgendwie ganz lustig. Irgendwann werde ich es euch mal zeigen, glaube ich. Ich kann das ja nochmal irgendwie runterladen und es euch zeigen. So, dann würde ich mal sagen, wir gehen hier und bestellen uns dann was Leckeres und setzen uns hier natürlich mit der Familie und können dann vielleicht, ja, ein bisschen hier lustig sein an Aktivitäten, außer die es hier gibt es ja sonst nicht. Rufen, üben, spielen. Okay, gut. Ist auf jeden Fall etwas, womit man was anfangen kann und mal gucken. So, die Kinder haben hier auch die Spielplätze und Cosmo. Ist eigentlich Cosmo mit? Ja, eigentlich schon. Ja, Cosmo lässt sich gut gehen, pinkelt dann mal direkt hier die das Örtchen hier voll. Uiuiui, bitte hau ihm nicht drüber. Hast du fein gemacht, Cosmo. So muss das. Immer schön draußen pinkeln. Ah, die häkelt. Wie geil ist denn das denn? Ich glaube, das kann nur diese Dame. Die hat immer so einen komischen Blick an sich. Ha, gut. Ich wollte eigentlich mit der Familie sitzen, aber warum auch nicht? So, weil mich ein... okay, gut. Ist du wieder alleine? Nein, nein. So, sitzen. Ich will, dass die alle zusammensitzen. Wie macht man das eigentlich? Ach gut, jetzt fehlt eigentlich nur noch der Clemens. So. Ja, seelenruhig wartet die Mutter auf ihre zwei Kinder, Zwillinge. Aber sie sind wirklich so süß geworden. Ja, was war das denn für ein Sprung? So, Platz freigeben, bestellen. Nein, bleib doch sitzen. Oder muss ich doch auf Platz freigeben? Klicken. Vielleicht muss ich das tatsächlich machen. Versuchen wir mal. Platz freigeben. So. Jetzt haben wir, glaube ich, den Platz. Hoffentlich. So. Und jetzt sollte eigentlich jemand zu uns kommen und uns bedienen. Hoffe ich zumindest. So. Noah scheint jetzt irgendwie nicht den größten Hunger zu haben. Wobei eigentlich ist das für was anderes stehen. Aber irgendwie komme ich gar nicht klar. Was mache ich denn jetzt hier? An Tisch führen lassen. Ich Familie an Tisch führen lassen. An Tisch führen lassen. Ah, vielleicht muss man das ja doch so machen. Oder vielleicht wurde es ja schon reserviert. Was weiß ich. Aber die Kinder sollten doch ja auch was essen. So, jetzt setzt sie sich ja schon wieder da. Ist ja doch bescheuert. Ganz ehrlich. Ah, ich kann es ja nicht mal anklicken hier. Mein Gott. Ja gut, ist irgendwie beschissen. Und bevor wir hier nichts machen, will ich auch nichts bestellen, sondern ich spiele einfach mit allen, die jetzt hier sich anschließen werden. So, spielen, dann spielen wir wenigstens alle gemeinsam und haben einen schönen Tag. Und ja, was soll man noch dazu sagen? Kann man dann nicht zusammen spielen? Ah doch. Da kommen sie alle hier. Ah, das ist so eine Art Tombola. Ah, verstehe. Das ist ja cool. Ja, eine Tombola ist ja echt cool. Da hatten wir sogar, beziehungsweise haben ja immer noch sowas ja bei Prater.
Und ich habe das damals als Kind ja auch immer gespielt gehabt. Boah, die hat irgendwie gar keine Lust, kann das sein? Ich glaube, sie ist echt am Ende, die liebe Eleanor. Ja, definitiv. Oh. Was hast du denn sie gefragt? Fangspielen mit Mami? Ja, gut. Ja, wie ihr schon sehen könnt, irgendwie hat das jetzt nicht so hingehauen. Ihr könnt mir bitte sagen, wie das halt geht mit dem, dass man halt irgendwie, ja, mit der ganzen Familie essen gehen kann. Vielleicht ist es ja auch wieder so ein Bug oder ich habe keine Ahnung. Oder es lag einfach an den anderen Sim, die ja alle da erschienen sind und man nicht jetzt wirklich, beziehungsweise das Spiel nicht so wirklich auswerten konnte, ob jetzt jeder einen Platz hat. So, wir fahren natürlich nach Hause. Und machen das Beste draus. So, wo bist du? Ah, spielst ja mit der Lisa Marie. Sehr schön. So, dann gucken wir mal. Dann machen wir als erstes hier Essen. Und sie will ja sowieso schlafen. Gut, dass wir erst um 14 Uhr haben dort bei, der, ja, bei uns zu Hause. Weil die Zeit ja hier unterschiedlich ja vorangeht. Was ja gar nicht mal so schlimm ist auf der anderen Seite, weil es ja auch ein Vorteil ist dafür, dass wenn man halt eben dann am nächsten Tag Arbeit oder Schule hat, da kann man sich auf jeden Fall austoben. So, ich freue mich richtig drauf, wenn die endlich dann mal Teenager werden. Und das wird auch bald in 4 Tagen sein, liebe Leute. 4 Tage! Und vor allem, wenn wir das Studentenleben angehen. Also darauf freue ich mich richtig, richtig. Also das war immer schon mein Lieblings-Add-on. Auch in den neuen Teilen, beziehungsweise bei Sims 3, war auch super gut gemacht. Natürlich war es da teilweise Bug, weil, beziehungsweise es war verbuggt. Denn ich hatte ja oftmals das Erlebnis, dass ich wirklich eine Familie hatte. 2 Familien, da hatte ich echt lange mit denen gespielt gehabt und endlich natürlich, yeah, University und keine Ahnung, habe sie dann dahin geschickt. Hab mir dann dieses neue Objekt betrachtet, beziehungsweise das neue Bett, was man ja so quasi an die Wänden, also an der Wand so hochstellen konnte. Und ja, und dann flog das ja einfach um und ich war tot. Ja. Und dann bin ich manchmal so vor dem Bildschirm gesessen und habe mir gedacht, sehr schön. Ich meine, gut, Schicksal kommt ja immer unerwartet, aber schon 2-mal in Folge ist mir dann schon richtig auf den Geist gegangen. Aber, naja, man hatte auch teilweise dann auch Updates, die das auch das Ganze behoben hatten. Aber ich hatte dennoch schon so Angst, dass ich mir dieses Objekt nie wieder so wirklich genommen hatte. Ich habe zwar die anderen Sims betrachtet, die sind alle lebendig gewesen. Nur bei mir war es wieder mal nicht der Fall. So, wir sind jetzt nach Hause angekommen. Da würde ich mal sagen, dann können wir das Ganze servieren. Und dann können auch die Kinder mal essen, würde ich mal sagen. Beziehungsweise sie ist sowieso tot. Da kann sie mal direkt halt ein Nickerchen machen, weil jetzt möchte ich nicht unbedingt, dass sie jetzt so ins Bett geht. Und so, Mami, machst du das mal? Mal servieren. Och, nö. Immer muss diese eine Hexe da irgendwie die Stereoanlage anmachen. Ist doch voll bescheuert. Oh nein. Oh nein. Wach auf. Wach auf. So. Noch gerade so geschafft. So. Nur, ich weiß, du bist auch total müde. Aber bitte, komm noch mal was futtern. Und deine Tochter wird dann auf jeden Fall... Oh, deine Tochter, sage ich schon. Oh Gott, um Gottes Willen, kein Inzest hier. Ich meinte, deine Schwester wird dann wohl auch was futtern. So, dann mal gucken. Du hast mit Thomas... du hast den Wunsch, mit Thomas sich anzufreunden. Dann die beste Freundschaft mit Eleanor zu schließen. Ja, stimmt. Eigentlich sollten wir, bevor sie sogar noch Teenager werden, vielleicht noch die Bindung noch enger machen. Das wäre auf jeden Fall vom Vorteil. Och Gott, diese Babysitterin, die, ich glaube, die quält die Eleanor mit voller Absicht. Kann das sein? Anscheinend ist dem so. Na gut, du kannst ja mal was essen. Sind wir mal alle hier am Fressen. Und dann kannst du natürlich dich ein bisschen hinlegen und entspannen. So, ja, und ansonsten müsste ich immer gucken, wie ich das jetzt am Vordermann bringe, dass ich wirklich jetzt das Ganze unter einem Hut bringe mit den Beförderungen, denn bei ihr muss ich ganze 5 Freunde dazu gewinnen. Das ist echt abnormal. Das finde ich so übertrieben. Oh Mann, das ist zu viel Arbeit. Ich möchte nicht.
Ich möchte das einfach nicht. Naja, nur gut. Dann würde ich mal sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, die Sims 2.